Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22. Wieder in unserem Projekt Gemeinschaft Rade begrüßen wir euch recht herzlich. Und was heute passiert, das werden wir gleich erfahren. Ja, wieder zurück. August, was hast du da gefunden? Ich habe nichts gefunden, ich bin gestolpert. Hier liegen lauter Steine rum. Ja, vielleicht sollte ich da doch nochmal mit dem Bürgermeister drüber sprechen. Ach komm, lass mal. Ich habe da jetzt so viel durch... Ach, oh, ach, August, warte mal. Wir haben durchbekommen. Baugenehmigung für ein Silo. Jawohl. Heißt, wir können unsere Waren vom Fuchs wieder abholen. Das nächste ist... Wir haben einen Kredit bewilligt bekommen von 1 Million. Wir bekommen Feld 7 zu Pacht. Da steht Mais drauf. Das heißt, wir können auch hier demnächst jetzt unsere Fahrsilos füllen und Silage machen, noch kurz vorm Winter. Super. Wir bekommen Subventionen. Wie hoch, weiß ich noch nicht. Das entscheidet der Bürgermeister wohl. Da kriege ich irgendwann die Tage noch einen Bescheid drüber. Ich habe einen Bauantrag gestellt, Abriss meines Wohnhauses und Neubau eines neuen Wohnhauses. Da hat er die ganzen Unterlagen. Ich bin gespannt, wann er... Herr Fuchs! Was sind das für geniale Schlepper? Ja, moin. Moin! Schlepper und ihr Streuer. Das ist doch herrlich. Ist der so. Ah, der ist sogar schon beladen. Herr Fuchs, ich bedanke mich recht herzlich für die schnelle Lieferung. Ja, kein Problem. August, würdest du. Ja, hör zu. Was hast du? Erzähl. Chef, das ist ein 824. Ja, ich weiß. Habe ich ja auch so gekauft. Ein eckigen. Das habe ich auch so gekauft. Genial. Darf ich den mal fahren? Du darfst damit jetzt zu Feld 43 fahren und den Rest fertig kalken. Bin weg. Warum läufst du noch? So. Persönlichkeitsstörung, Chef, sorry. Ja, okay, gut. Herr Fuchs, ich danke Ihnen recht herzlich, da das so schnell gelaufen ist. Haben Sie mir auch schon genauso schnell die Rechnung geschickt? Ja, na sicher. Sie sind ja auch regelmäßiger Kunde, Sie sind neu hier, das heißt, Sie müssen sich aufbauen und dann unterstützen wir das natürlich, indem wir Sie ein bisschen vorziehen vor anderen, aber erzählen Sie das nicht den Herrn Keller, weil der, ja. Ja, alles gut, ja, alles gut, das passt schon. Ich sehe jetzt gerade, Sie haben mir... eine Rechnung geschrieben von insgesamt 232.000, 244.000. Ja, genau. Herr Fuchs, ich habe ein kleines Problem. 100.000 kann ich Ihnen schon mal geben. Gar kein Problem. Machen Sie das mal einfach in 2 Monaten, gar kein Problem. Ich warte. Ja, ich warte gerade darauf, dass der Bürgermeister mir halt einen Kredit bewilligt, weil ich habe ja noch Bürgschaften vom damaligen Hof. Da würde ich dann definitiv schauen, dass ich da so schnell wie möglich... Ja, ich gucke, dass ich den Bürgermeister so schnell wie möglich irgendwie eine Strippe bekomme und dann auch damit den Bürgermeister hinbekomme. Sobald ich das Geld habe, bekommen Sie es natürlich sofort... Und ich kann Ihnen jetzt auch schon sagen, Sie bekommen noch einen Bauauftrag. Und zwar hier vorne. Wo hatten wir das denn jetzt? Da war doch die freie Fläche. War die hier hinten? Die war hier hinten. Und zwar wahrscheinlich hier. Auf dem Stück. Soll ein Silo hin. Ja. Am besten natürlich ein Multifrucht-Silo. Da wissen Sie natürlich auch, was wir brauchen. Ich denke mal, da brauche ich ja nicht viel mit Ihnen drüber reden. Ne? Also ich denke mal, da wissen Sie schon, was wir da so haben wollen oder haben müssen. Also ich bin hier so für das
Zum Beispiel den NL 1622-2000. Das würde ich sagen, passt eigentlich so ganz nice hier hin. Würde ich sagen, da müssten sie dann halt mal gucken, wie das da am besten funktioniert. Ja. Aber bitte tun sie mir erst einen Gefallen. Ich meine, bauen können sie gerne jederzeit sofort, gar kein Thema. Aber bitte tun sie mir erst einen Gefallen. Schreiben sie erst die Rechnung, wenn der Bürgermeister mir das überwiesen hat. Aber so viel wie ich weiß, muss ja eh ich das Geld sofort am Hersteller überweisen. Ich glaube, sie kriegen ja dann nur ihre Provision. Also ich denke mal, das machen wir dann, wenn ich die das Geld vom Bürgermeister bekommen habe. Dann werde ich ihnen sofort Bescheid sagen und dann sollte das so eigentlich klappen, oder? Ja, gar kein Problem. So, solange sie sich melden. Ja, super, astrein. Gut, Herr Fuchs, sollte das jetzt klappen, dass der Bürgermeister mir das Feld in Pacht gibt, dann hätten wir die nächste größere Häckselaktion vor uns. Ja. Wären Sie dabei und könnten Sie uns auch unterstützen? Als Abfahren ja, aber als Häcksler müssten Sie sich beim Lohnunternehmen anmelden. Ja, das Häckseln, das wäre nicht das Thema. Ich bräuchte wahrscheinlich, das müsste ich aber dann nochmal mit dem August besprechen, bräuchten wir eigentlich nochmal jemanden auf dem Silo, der Silo schiebt. Ja, das wäre kein Problem. Das wäre super. Das wäre echt super. Und jetzt seien Sie mal ehrlich, ist da viel kaputt an dem Pfand? Ja, es ging, aber jetzt unter uns, Sie haben den Herrn Keller natürlich ein bisschen mehr in Rechnung gestellt, weil das ist ein Versicherungsfall ist. Okay. Dass er seine Maschine ist und der kann sich das leisten, da ein bisschen mehr zu bezahlen. Also okay, also das hat aber alles geklappt, das klappt auch das alles. Ja. Okay. Der ist wieder heil, der steht heil bei uns auf dem Firmengelände und wartet eigentlich nur auf den Herrn Keller, dass er wieder abgeholt wird. Hat ja viel zu tun, daher wird er bestimmt noch ein bisschen da stehen. Und der Kalkstreuer von Ihnen, der steht aber dann noch da unten bei Ihnen jetzt wieder, oder? Nee, der steht auch noch im Händler, der ist er noch voll beladen? Der ist noch voll beladen, deswegen Den Kalk hab ich doch bezahlt, ne? Ja, genau, deswegen muss ich den Kalk dann einmal abpumpen quasi, oder wir vergleichen das. Ist der funktionsfähig? Ist der funktionsfähig? Der Streuer? Ja. Der ist funktionsfähig, ja. Ja, wissen Sie was, dann rufe ich jetzt gleich den Herrn Keller an und zum Händler kommen und würde das Gespann mitnehmen. Würden Sie dann schon mal soweit alles ankuppeln? Weil dann würde ich nämlich unterstützend mit auf Feld 1 Kalk fahren nochmal, bis der leer ist. Und dann würde ich den Kalkstreuer sauber machen, den bei Ihnen auf dem Hof stellen und den Herrn Keller dann den Schlepper wieder hoch zum Hof bringen. Ja, das ist gar kein Problem. Alles klar, dann machen wir das so. Ich rufe dann jetzt einfach mal eben den Herrn Keller an. Ja, alles klar. Bis gleich. Wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gute Nachrichten vom Händler bekommen. Und zwar, der Fendt ist wieder einsatzbereit. Sehr schön. Jetzt haben wir nur ein ganz kleines Problem. Der Händler drückt natürlich ein bisschen auf die Tränendrüse und der müsste eigentlich mal schnellstmöglich vom Hof runter. Jetzt ist aber auch die Sache, da ist ja auch der Kalkstreuer vom Herrn Fuchs mit dran. Ich würde jetzt zum Händler gehen, das Gespann ganz schnell nehmen, dann Feld 1 den leer machen, den Kalkstreuer auf Feld 1 und dann ihn den Schlepper direkt zum Hof bringen. Alles klar, perfekt, machen wir so. Alles klar, ich bedanke mich dann recht herzlich für die Zusammenarbeit. Gar kein Problem. Danke, tschüss. Ja, das hat doch ganz gut geklappt, auch wenn ein bisschen geschwindelt war, aber naja. Oh, der Bürgermeister. Hallo? Ja, Wichtig, hallo, Herr Jol. Na, hallo, Herr Wichtig. Ich mach kurz, es ist alles genehmigt. Alles? Der Ziegen, die darf ist genehmigt. Okay. Zur Subvention. Ja. In welcher Größe hat er wohl sich das gebracht?
Ich hab meine Zahl ausgedacht, dann müssen wir zuerst mal überlegen, ob wir da überhaupt zusammenkommen. Was haben Sie sich denn ausgedacht? 75.000. Wie? Einmalig. 75.000 einmalig? Was haben Sie sich vorgestellt? Ja, wichtig, Sie wissen schon, das ist, wir sagen jetzt mal so, das ist wichtig, dass wir Subventionen bekommen als Landwirte, damit wir unseren Job hier vernünftig machen können. Und was sollen wir, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, es ist schön, dass sie uns so eine Summe anbieten, aber meinen sie nicht so 75.000 ist irgendwo doch so ein bisschen wenig? Sind Sie mal von Ortsschild zu Ortsschild gefahren hier im Rode? Ja, klar sind wir das schon, aber das Sie wollen doch auch, dass wir das hier... Das ist, ja, selbstverständlich, aber das ist eine sehr kleine Gemeinde. Ich kann Ihnen vorschlagen, Sie bekommen jetzt die 75.000 und dann schauen Sie mal, wie weit Sie damit kommen. Ja. Ich versuche weiterhin... weitere Möglichkeiten für finanzielle Unterstützung zu bekommen für Sie. Ich muss das ja auch rechtfertigen. Ich kann das nicht einfach aus der Pachtkasse nehmen und Ihnen geben. Ja, wichtig, ich frag mal so, wie hoch soll denn die Pacht sein für Feld 7? Das muss ich eben durch die Lage nachschauen, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Weil das wäre jetzt nochmal interessant, wenn Sie jetzt sagen, die Subvention von 75.000 einmalig in Ordnung, dann dann dafür ein Jahr lang pachtfrei. Dann können wir uns doch gerne darauf einigen. 75.000 sind ein Jahr pachtfrei. Sie sind in Adelknauer. Aber das werden wir morgen. Ja, weil, sind wir jetzt ganz ehrlich, Herr Wichtig, weil Sie haben da ja jetzt keine Umkosten bei dem bei der Pacht. Das waren wir. Nee. Das waren wir so. Deswegen. Ja, dann würde ich doch Sie ganz ehrlich darum bitten, dass Sie mir so schnell wie möglich diese 75.000 auch überweisen. Das können wir machen. Und dann auch am besten so schnell wie möglich die Freigabe für Feld 7 geben. Die Freigabe, das fragt sich Ihnen so, oder soll ich Sie per Mail schicken oder mit der Post, das ist Ihnen lieber. Sie können mir einfach Bescheid geben, dass das Feld frei ist, dass wir drauf dürfen. Das Feld ist frei, ich hätte Ihnen nur noch mal schriftlich geben, aber Sie können das nutzen. Okay. Das habe ich Ihnen so mit freigegeben, aber Sie kriegen das von mir noch schriftlich mit der Post, damit das alles richtig Geld hat. Ja gut, Herr Wichtig, dann ist ja alles super. Das heißt, der Kredit ist auch durch, die 1 Million? Alles durch, jawohl. Das heißt, ich kann dann jetzt den Herrn Fuchs beauftragen, dass wir endlich das Silo bekommen und dann auch mit dem Abriss des Hauses. Genau, wie wir besprochen haben. Herr Wichtig, Sie versüßen mir gerade das Wochenende. Ich bedanke mich recht herzlich und hoffe auch, dass ich Sie bald wieder höre mit guten Nachrichten bezüglich, worüber wir gesprochen haben, was beim Händler passieren könnte. Ja, da bin ich auch toll. Ich bedanke mich. Ich auch Bescheid. Alles klar, wiederhören. Alles klar, wiederhören. Tschüss. Puh, jetzt in August. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Das war ja wieder ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Jo, Chef. August, ich habe gerade ein Telefonat mit dem Bürgermeister gehabt. Ja. Wir bekommen einmalig 75.000 Euro Subvention. Kommen wir damit klar? Das klingt für mich ein bisschen wenig. Ja, ist auch ein bisschen wenig, aber ich bin ja nicht blöd. Wir haben Feld 7 in Pacht und das ein Jahr pachtfrei. Du bist ein richtiger Fuchs. Also, wir haben Freigabe. Angeblich soll das Feld schon frei sein. Angeblich könnten wir schon drauf.
Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht in eine, im System geguckt. Er schickt das aber alles noch schriftlich. Und dann werden wir es ja sehen, ob wir drauf können oder nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt auch den Herrn Fuchs beauftragen, dass wir ein Silo haben wollen. Und vor allem können wir den Herrn Fuchs dann auch bekannt geben, dass wir langsam unsere Güter auch wieder bei ihm rausholen können. Das klingt gut, da wird sich der Herr Fuchs auch freuen. Ja, so, das andere ist, ich mache jetzt hier den Kalkstreuer leer. Das ist der von Herr Fuchs, dann mache ich den sauber, stelle ihm den eben am Hof und bring den Schlepper wieder runter zum Herr Keller zum Hof. Mhm. So, deswegen, ich ziehe jetzt hier das Vorgewände hier noch einmal rum und hab dann auf jeden Fall... Mann. Ja, das ist aber... Na gut. Nee, dann weißt du da auf jeden Fall Bescheid, dass wir da ganz guter Dinge sind. Sollte der Kalkstreuer leer sein, fährst du bitte zum Händler und holst Nachschub. Okay. Ne, sagst okay. Herr Fuchs, ne, soll auf Rechnung machen, ganz normal, bei uns am Hof. Okay, sag ich Bescheid. Ne, also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass der Bürgermeister das Geld jetzt gleich noch überweist, weil er kommt ja irgendwie vom Gemeindekonto her. Und dann gucken wir mal, dass das dann auf jeden Fall alles seine Richtigkeit nahe hat. Mhm. Ne? Gut, alles klar. Dann sag ich mal, gut, du weißt Bescheid. Ich habe das jetzt gesagt, dat. Ich habe jetzt 2000 Liter Kalk drin, dann bringe ich das weg. Warst du noch mal unten Ballen wegbringen? Nee, ich war einmal dort. Einmal. Soll ich noch runterfahren? Nee. Mach mal jetzt hier erst Kalk fertig, weil der Herr Keller, der treibt uns ja schon wieder hier. Ja, deswegen wollte ich hier gerade mithelfen, bevor ich wieder Ballen wegfahre. Ja, du machst da jetzt. Du machst da jetzt erstmal Kalk mit fertig, weil hier kommt erstmal jetzt eine Zwischenfrucht drauf. Und oben auf Feld 43, da soll der Herr Keller Raps drauf sehen. Hatten wir gesagt, weil Raps kann er jetzt noch sehen und alles andere. Wir werden hier Zuckerrüben draufsetzen. Und auf das Feld 6 kommt dann nächstes Jahr Mais drauf. Okay. Ne, also da haben wir dann eine schöne Abwechslung. Eigentlich hätte ich ja lieber kein Mais, aber okay. Weil, ganz, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben eigentlich genügend Gras für Silage zu machen. Da braucht man nicht eigentlich auch noch Mais für, aber egal. Ja, wie gesagt, sollte das jetzt schleunigst alles über die Bühne gehen, das Finanzielle, sowie auch die Pacht für Feld 7, dann werden wir morgen anfangen zu häckseln. Wenn der Herr Keller und Herr Fuchs morgen Zeit haben, das entscheidet sich dann kurzfristig. Da müssen wir mal gucken. Okay. Na, dann weißt du da Bescheid und dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal weiter. Ich mache jetzt hier eben schnell sauber und bringe dann die Fahrzeuge wieder zurück. Mhm. Na? Alles klar, du. Okay. Dann bis später. Jo, ciao. Ciao. So, Herr Keller anrufen. Ne, erst den Herr Fuchs. Ich rufe jetzt erst den Herr Fuchs an. Auch wenn er hier vorne ist, aber ich mache jetzt hier sauber. Ja, moin. Ja, Herr Fuchs, ich weiß, ich stehe direkt hier zwar neben Ihnen, aber ich habe gedacht, ich informiere Sie direkt eben per Telefon. Also, Kredite sind durch. Ich warte gerade nur darauf, dass das Geld vom Gemeindekonto aus überwiesen wird. Und dann kann ich Ihnen auch Ihr Geld überweisen, sowie auch Ihnen den Auftrag geben für das Silo. Wie hört sich das an? Das hört sich doch schon mal gut an. Das hört doch nach Geld in Ihren Ohren, sich nach Geld in Ihren Ohren an, oder? Ja. Ja, das ist doch sehr schön. Ja. Oh. Herr Fuchs,
Ich kann Ihnen sofort Ihre offenen Rechnungen bezahlen. Haben Sie das gerade bekommen oder wie? Gerade eben wurde das Geld gutgeschrieben. Zwar nur die Kreditsumme, aber ich bin mal gespannt, ob da noch demnächst jetzt noch die Subventionen kommen von 75, aber ist egal. Das soll erstmal so reichen. Gut, also wie gesagt, ich würde sagen, ich bringe Ihnen jetzt erst... mein Gott, also der Bürgermeister hat jetzt irgendwie doch Langeweile, also auch die Subventionen sind da hervorragend. Ich würde jetzt bei Ihnen zum Hof fahren und Ihnen den Kalkstreuer wieder hinstellen. Ja. Der ist leer, ist sauber, ist gereinigt, haben Sie ja gerade gesehen. Und dann haben wir das eigentlich auch ganz gut hier soweit geschafft. Und ich muss Ihnen sagen, der August hat richtig Spaß am großen Kalkstreuer. Das ist ja schön. Ja, also da haben sie richtig gut was besorgt und ja. Ich bin mal gespannt, wie er sich weiterhin gibt. Wie haben Sie den Eindruck? Ja, bis jetzt ganz gut. Außer, dass vielleicht einer von euch beiden mal zum Hof, zum Heufeld kommen würde, zum Weihnacht fahren. Ja gut, okay, alles gut. Herr Fuchs, der August hat noch ungefähr, ich denke mal, 10 Minuten was zu tun oder 5 Minuten was zu tun. Und dann würde ich ihn runterschicken, um die Ballen aufzuladen. Weil ich bringe gerade den Schlepper zum Herrn Keller zurück am Hof. Und, Moment, da ist der August schon fertig. Aber aufladen muss er nicht, nur mit einem Anhänger kann er runterfahren. Ja. Ja, ich sag ihm da eben Bescheid. August! August! Ja, Chef? Bitte umrüsten, dass wir den Anhänger fertig haben für Ballen und den dann runterbringen zur Heuweide. Jupp. Na, danke. Wie viel Kalk ist da noch drin? 11.358 Liter. Okay, dann stellen wir bitte den Schlepper oben an Feld 6 hin. So, Herr Fuchs, der August ist gleich unterwegs. Alles klar. Ich danke, bis dahin. Tschüss. Bis dahin, tschüss. So, eben den Herrn Keller noch. Keller. Ein wunderschönen guten Tag, Herr Keller. Hier ist Ihr schlimmster Albtraum. Ja, ja, ich wollte Ihnen nur mitteilen, ich fahre Ihnen gerade Ihren Schlepper wieder runter zum Hof. Sehr schön. Nicht umkehren. Nein, ich fahre ganz vorsichtig, ganz geschmeidigte 15 km/h. aber ich habe ein anderes Anliegen. Sollte das jetzt alles klappen... beziehungsweise ich weiß nicht, zu wann der Bürgermeister uns die Parzelle 7 freigibt, da ist ja Mais drauf. Da bräuchten wir einen Häckslerfahrer. Das kriegen wir hin, gar kein Problem. Genauso wie wir dann aber auch ja, Abfahrtechnik bräuchten. Und Ich hätte zwei Silierwagen zum Verleihen, eine Silowalze, ein Siloschild. Das wäre sehr schön. Ich habe schon mit Herrn Fuchs gesprochen. Er würde auch helfen. Mhm. Weil das wird wohl auch eine größere Aktion werden. Das würde ich auf jeden Fall dann schon mal bei Ihnen in Auftrag geben. Feld 7? Brauchen Sie den ganzen Mais von Feld 7 alleine? Ich kann Ihnen das noch nicht... Ich weiß doch gar nicht, wie viel da genau drauf ist. Wenn ich die Fläche hier so in meinem System sehe... Auf meinem Kartensystem ist sie ganz schön groß. Ja, ich weiß, da ist einiges drauf. Das ist aber. Also. Ich jetzt nicht als Lohnunternehmer, sondern als BGA. Genau, als Biogasanlagen. Ja. Also, ich möchte ganz gerne ein Fahrsilo voll bekommen. Und wenn da definitiv was überbleibt, können wir dann gerne noch das gegenrechnen gegen der mit der Rechnung. Sehr schön. Das freut mich. Das hört sich doch gut an, oder? Sehr schön. Aber wenn Sie unbedingt Material brauchen für Ihre Biogasanlage,
Na, gerade habe ich noch ein bisschen. Ich habe eine Wiese und da habe ich letztens einen Schnitt runtergehäckselt. Weil ich könnte ihn dann... lange Sicht gesehen. Weil ich könnte ihn nämlich sonst noch eine erntereife Wiese anbieten. Komme ich vielleicht die Tage drauf zurück? Ne, weil da weiß ich jetzt noch nicht, da muss ich auch nochmal mit dem August drüber sprechen, was er davon hält und beziehungsweise was er dann da noch hat. Wie viel Heu wir dann auch definitiv da jetzt schon runter haben und wie viel nicht. Ne? Ja, alles gut, kriegen wir wohl geregelt. Alles klar, Herr Keller, ich bedanke mich. Bis dahin. Jo, tschü. August. Jo. Was hast du? Ja, ich hab dir soll den Schlepper da hinstellen. Genau, hier, nimm den Kleen, fahr mit dem zum Hof und bring dem Fuchs bitte einen Anhänger runter für Heuballen. Alles klar. So, es ist ja hier alles richtig stressig. Ja? Mit was bringe ich den Anhänger runter? Mit dem kleinen Schlepper? Alles klar. So, Feststellbremse und Aufi. Eieieiei, da war mal ein Schlagloch jetzt. Aber gut, meine Freunde, ihr seht, wir kommen hier so langsam vorwärts. Der Bürgermeister hat uns hier so einiges genehmigt und auch haben wir durchgeboxt bekommen. Wir konnten so einige Rechnungen auch dadurch bezahlen und auch uns weiter aufbauen. Vor allem das neue Gespann, was wir uns hier leisten konnten, ist natürlich dann schon mal sehr, sehr viel wert. Ich hoffe, dass der Bürgermeister weiterhin so spendabel ist und ja, dass man auch mit ihm mal eben schnell bequatschen kann, wenn man was bauen möchte. Ihr habt es ja selber gesehen, auch das oder mitbekommen, es ging ziemlich flottig durch. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Habt noch einen schönen restlichen Samstag. Und ja, bis dahin, danke und tschüss.